Moin Leute! Ich habe jetzt hier gleich den Martin von Zenkit im Startup-Taxi. Mit Zenkit wollen die das SAP 2.0 werden. Da bin ich echt gespannt, wie das funktionieren soll, weil SAP ein riesen Schlachtschiff ist. Aber ich glaube, da ist sowieso mal Zeit, dass da was Neues kommt. Und da ist auch schon der Martin. Moin. Grüß dich. Jetzt war ich hier gerade noch voll am Erzählen, was du uns hier gleich erzählst. Naja, manchmal muss das schnell gehen, ne? Wenn da schon so viele Leute hinter uns warten. So, du bist gerade von der CeBIT hierher gerannt, ne? So sieht's aus. Ja, und CeBIT ist jetzt alles ganz neu und ganz anders und ganz festivalmäßig. Festival. Das steht jetzt überall dran, ist ein Festival. Ja, dann muss es auch so sein. Ja, und jetzt hab ich über euch schon rausgefunden, SAP brauche ich bald nicht mehr, sondern ich benutze einfach Zenkit für mein Unternehmen. Kannst für die du bei dir komplette, ab, kannst du bei dir ablösen. Komplette Steuerung. Genau. Vor allem für die Organisation von meinen Taxifahrten brauche ich jetzt kein SAP mehr, sagst du, ja? Wir sind aber eher ein Baukastensystem, das zusätzlich oder zufällig auch noch Projektmanagement sein kann. Aha. Wir sind ja eigentlich eher dafür da, deine Unternehmensorganisation abzubilden, virtuell. Dazu zählen ja nun mal auch Aufgaben, aber auch Kunden. Also wir organisieren zum Beispiel unsere Kunden, unsere Bugs und Features, also unsere Roadmap, die wir technisch vorhaben. Also ihr arbeitet selber auch mit Zenkit. Genau. Ja. Wir haben vor einem Jahr. Das muss ja eigentlich sein, oder? Ja. Wenn du das nicht machst, wenn du selber nicht von deinem Produkt überzeugt bist, könnt ihr, wie viel Prozent von euren Aufgaben in der Firma könnt ihr denn mit Zenkit abdecken? Alle. Ja? Also du benutzt kein anderes Tool? Nee. Kein Slack, kein Asana? Also wir nutzen Skype und Slack ein bisschen gemischt, aber zur Kommunikation, nicht zur Verwaltung und zur Organisation von Aufgaben. Und dafür nur Zenkit? Auf jeden Fall. Ist das mal daraus entstanden, dass du selber gemerkt hast, ich habe da einen Bedarf an etwas und das gibt es nicht? Ja. Ist das so entstanden? Ja, wir waren vorher sehr engagierte und sehr heavy Trello-User, also Trello ist ja auch ein Aufgabentool, so ein Kanban-Board. Ja. Da schiebt man Aufgaben von Spalte zu Spalte. Und das fanden wir sehr, sehr gut und waren wirklich sehr aktiv darin und haben festgestellt, dass die Boards immer größer wurden bei uns und immer mehr Spalten. Man fängt ja an mit To-Do, in Progress, Done, ganz schön aufgespaltet, hat da 20 Aufgaben, wunderschön verwalten. Am Ende kommen dann halt irgendwie so Pseudospalten dazu, das macht der Eric oder dringend für morgen und so weiter. Dann fängst du an. Dann haben wir hier Flags. Ja, genau, dann kannst du Flags und Tags und Labels einsetzen. Und dann ist uns irgendwann mal der Kragen geplatzt, weil wir danach anders sortieren wollten. Wir hatten zum Beispiel auch Kunden in Trello, darf man ja heute nicht mehr wegen Datenschutz. Ja, mit Zenkit ist das möglich. Das ist kein Problem. Klar, wir sind ja datenschutzkonform. Jedenfalls, wir wollten sortieren und haben festgestellt, die Daten sind zwar alle da, aber wir brauchen sie als Tabelle. Und wir wollten es einfach nach bestimmten Kennzahlen sortieren, konnten wir in Trello nicht. Und wir haben gerade einen App-Builder gebaut in der Zeit, der war Business-Apps mit Rapid Prototyping sozusagen einfach darstellen konnten. Und haben dann gesagt, nee, wir müssen den eigentlich umbauen, wir brauchen so ein Tool. Und dann haben wir das tatsächlich gebaut. Jetzt kann man sein Kanban-Board in eine Tabelle umschalten und andersrum. Mhm. Und dann natürlich das machen, was man mit der Tabelle also kann. Also Kanban, Scrum und alles, das ist alles über euch machbar. Genau. Ja. Wenn du die Leute, die jetzt in Unternehmen arbeiten, junge Leute, ja, Generation Y sagt man ja häufig, ne? Wenn du die erreichen willst und dass die auch Spaß dran haben, in deinem Unternehmen zu arbeiten, dann muss die Software auch so sein, dass die Bock haben, das zu benutzen. Und so ein SAP hat für mich jetzt ziemlich angestaubte Masken. Wenn ich mir das angucke und das benutze, ist das, ja, das wirkt so ein bisschen dröge. Das sind halt einfach nur so Listen, Tabellen, sieht aus wie so ein altes Karo-Papier, was so ein bisschen vergilbt ist schon. Und jetzt sagt ihr, junge Leute benutzen WhatsApp und Instagram und alles Mögliche und eure Software ist möglicherweise auch, geht so in die Richtung, dass so junge Leute sagen, ey, da fühle ich mich wohl, da habe ich Bock drauf, so ähnlich wie vielleicht auch einen guten Innenarchitekten beschäftigt, damit die Büros so sind, dass sich Leute da wohlfühlen. Ja. Kann man das so sagen? Ja, super, genau. Ja, es ist ja nun so, das haben ja auch die Großen erkannt. Ja, und eine Wand ist ja auch schnell angestrichen und ein Tischkicker hingestellt, aber dann gucken sie immer noch auf die alten Masken auf ihren Bildschirmen. Also das Einzige, was noch nicht tapeziert ist, sind die Bildschirmmasken.
Wir haben es natürlich auch schwer, so ein SAP, genau wie die Cebit, ja, die stehen ja vor der Herausforderung, sie haben jetzt die ganze Komplexität, alle Strukturen, die haben auch lange funktioniert, was mache ich jetzt damit? Und da ist einfach nicht getan damit, das wird ja auch versucht, nicht getan damit, einfach die Bildschirmmaske irgendwie zu ändern, sondern das Ganze, wie sich eine App anfühlt. Also eine App ist ja wirklich was anderes als ein Programm, als eine Programmsuite, die es gab. Da kann man nicht einfach ein paar Buttons schöner machen. Und angefangen haben ja einfache Tools, wie Trello zum Beispiel, war ja ein Vorreiter dafür, Business-Software schön und sexy zu machen, die man dann gerne benutzen wollte. Und diese Generation von Tools war aber zu einfach, um dann auch wirklich weiterzugehen. Wir haben ja mit Trello angefangen, gemerkt, uns werden die Schuhe zu klein irgendwann. Also als du selber auch ein anderes Unternehmen aufgebaut hast, hast du Trello benutzt? Genau, ja. Also kamst du auf die Idee, nee, das bringt alles nichts, wir bauen unser eigenes. Genau, ja. Und wir sind ja bei Exonix sozusagen unser eigener Inkubator. Wir haben mehrere Softwareprodukte und wir haben ziemlich viele Bereiche da früher mit Trello und mit Excel oder mit Google Spreadsheet gemanagt. Und die haben wir irgendwie immer nie zusammengekriegt. Okay. Seit wann gibt es jetzt ZenKit? Auf dem Markt sind wir ungefähr 2 Jahre. Wie viele Leute benutzen das jetzt? Knabbern jetzt gerade an den 100.000 Usern. Das ist schon ordentlich. 100.000 Leute weltweit, ja, wird es benutzt. Genau, ja. Du sagst ja, du hast schon vieles gegründet, ne? Mehrere Unternehmen. Das ist jetzt nicht das erste, was du machst. Mhm. Gab es da auch mal irgendwas, was gescheitert ist? Klar. Erinnerst du dich noch an irgendwas, was für dich sehr schmerzhaft war? Ja, schmerzhaft ist vor allen Dingen ist alles. Ja, weil ich glaube, du gründest nichts, wenn du nicht Herzblut reinsteckst und das nicht am Herzen liegt. Ich kann es jedenfalls nicht. Ich kann nicht irgendwie denken, ja, das interessiert mich sowieso nicht, aber ich baue es jetzt mal. Das funktioniert nicht. Und natürlich hat man auch immer seine Glücksmomente und seine Anfangserfolge mit jedem einzelnen Produkt. Und man schweren Herzens wirft man das denn ja irgendwann alles weg, weil man sagt, das Produkt hat jetzt für mich keine Zukunft mehr, da mache ich jetzt nicht mehr weiter. Das ist schwer manchmal, sich davon zu trennen, oder? Klar, ich denke mal, es gehört zu den schwersten Sachen, zu sagen, obwohl ich da viel Zeit reingesteckt habe, gehe ich das nicht mehr weiter. Es gibt ja diese tolle Grafik mit demjenigen, der da irgendwie nach Gold gräbt, ja, und muss davor, genau, und geht da wieder rum. Ja. Und man muss sich auch selber immer hinterfragen und sagen, bin ich jetzt derjenige, der da umdreht, oder ist da gar kein Gold? Ja. Bei ZenKit haben wir das auch tatsächlich als Meilenstein gehabt, und um zu sagen, wir machen da, wir ziehen da mehr Leute ins Projekt rein, um eine eigene Firma draus zu machen. Ja. Da wollte ich wirklich erstmal auf den Bildschirmen unserer Leute sehen, ob die das wirklich einsetzen oder ob sie es gleich wieder wegschalten, wenn ich aus dem Raum rausgehe. Und es wurde auch freiwillig genutzt dann? Es wurde auch freiwillig genutzt, ja. Da gab es ein paar, man hat es auch richtig gesehen, ein paar Tage, vielleicht sogar zwei Wochen lang, hat man einen regen Verkehr bei uns im Office gemerkt zwischen Entwicklerzimmer und Marketingzimmer, weil die Marketing eingesetzt haben und immer rübergerannt sind, in der Entwicklung gesagt haben, hier so und so und so geht's nicht. Da waren wir wirklich in einer extremen Spirale zwischen User-Feedback und Ausbessern. Das hat uns ganz enorm was gebracht. Und das kriegst du aber nur hin, wenn die Leute es wirklich im Alltag einsetzen müssen und nicht, wenn sie dir mal nur ein paar Tipps geben, wie du deine Software verbessern kannst. Ist das jetzt euer Hauptprodukt? Ist das Flaggschiff? Ja. Ja? Ja, also das beschäftigt mich. Strebst du jetzt an, dass das irgendwann 1 Million Leute benutzen? Nee, also erstmal geht es darum, die Leute, die wir schon haben, noch glücklicher zu machen. Das bringt uns natürlich nichts, einfach 1 Million Leute zu haben, die es dann aber 1-2 Mal nutzen. Aber klar, so 1 Million oder mehr zufriedener Nutzer, das ist schon unser Ziel. Das klingt alles so perfekt bei dir. Ja. Ja, ich habe den Schutzmechanismus an, ne? Naja, also gut, du hast mich ja gefragt, wie war es mit dem Scheitern? Also es ist ein Produkt, greife ich mal raus, Click2. Haben wir gebaut aus einer Idee heraus, dass du auf dem Desktop sehr, sehr häufig Copy-Paste machst. Ja, stimmt. Wir haben einen Click2 gebaut und gesagt, okay, immer wenn du Copy machst, kriegst du gleich ein paar Icons, die kannst du draufdrücken, dann sucht es dir das oder macht da irgendwas damit, was du machen willst. Zum Beispiel Bilder mache ich häufig, Screenshots, und dann geht das gleich in ein Malprogramm und macht es dir auf. Ja. Und die Idee finde ich super. Ich nutze das Ding auch noch jeden Tag, und es gibt ganz viele fanatische User, die das ganz, ganz toll finden.
Und deshalb haben wir es auch noch nicht vom Markt genommen. Jetzt sagen einige, wo ist euer User-Support und so weiter. Das Ding gibt es kostenlos und wir lassen es einfach auf dem Markt, weil es noch so viele Leute gibt, die es gerne nutzen. Ja. Aber wir konnten damals nicht weitermachen, weil wir da an ein Limit gestoßen sind. Mittlerweile, wie du auch schon richtig sagst, hat es zum Beispiel Apple, wir wollten das für das iPhone anbinden. Also, dass du immer, wenn du eine Copy irgendwo machst, dass du dann Aktionen starten kannst. Ja. Die haben uns einfach nicht in den Shop gelassen. Das war einfach nicht möglich. Bestimmt dreimal mit Apple telefoniert. Jedes Mal haben sie angerufen und gesagt, ja, wir können euch nicht in den App Store nehmen. Habe ich mir mal schon gewundert. Ja gut, nehmt uns doch einfach nicht in den App Store. Ihr braucht euch doch nicht bei uns zu entschuldigen, ihr seid Apple. Haben uns aber trotzdem mal angerufen und erklärt, die und die Regularien sprechen dagegen. Und dann wir haben sogar einen GPS eingebaut, um dann irgendwie doch noch dran, das hat alles nicht funktioniert. Und dann hast du gemerkt, okay, das ist eigentlich eine Funktion, die gehört ins Betriebssystem. Du hast jetzt zwar was Tolles gebaut, aber das ist kein Geschäftsmodell. Und dann musst du es aufgeben und dann tut es dir wirklich weh, um alles Positive, was du damit erreicht hast, alle Benutzer, die dir gesagt haben, dass das Tool so toll ist, die musst du dann irgendwo enttäuschen und sagen, es geht nicht mehr weiter. Die Momente gab es schon. Das Produkt habt ihr noch im Angebot, aber ihr habt das quasi eingefroren. Wir haben die Entwicklung eingefroren. Ja. Genau. Ja. Und sowas, man glaubt es ja am Anfang gar nicht, aber Software rostet ja tatsächlich. Also mit jedem Update, mit jedem Windows-Update, mit jedem Update wird eine Software immer, rostet die immer mehr. Das heißt, du musst eine Software wirklich immer wieder warten und immer wieder updaten, sonst du kannst eine Software nicht konservieren, einfach laufen lassen. In ganz wenigen Fällen geht das nur. Ja Leute, wir gucken uns die Zilbert jetzt nochmal an hier. Wenn ihr noch eine Software braucht, um euren ganzen Laden zu verwalten, hier sitzt der Profi, einfach mal bei Martin melden. Wenn wir in der Zeit recht viele Startups bei uns in Karlsruhe beraten. Die Fluffy Fairy Games dann. Hast du die auch beraten? Nee, die waren schon in einer ganz anderen Phase. Ja, aber die Jungs, ja, die kommen ja auch aus Karlsruhe ursprünglich. Ja, ich finde das ja auch geil, dass du durch die aufs Taxi aufmerksam geworden bist. Ja, stimmt. Ja, so spricht sich's rum. Ja. Geiles Format. Grüße nach Berlin. Genau, jetzt nach Berlin. Hat Karlsruhe schwer getroffen. Und damit sind wir raus. Bam!